Das Pantanal, so groß wie halb Deutschland. Leute, ich bin Tommy. Willkommen aus dem größten Sumpfgebiet der Welt, dem Pantanal. Ich nehme euch mit auf unsere kleine Wildlife Experience. Das Abenteuer beginnt. Lassen wir es zu. Unser Basecamp für die nächsten Tage war die Araras Lodge. Die rustikale und doch sehr komfortable Posada befindet sich ca. 130 Kilometer von Chuapa entfernt, inmitten der Natur. Wir kamen am Vorabend spät an, daher erkundeten wir erst am nächsten Morgen die nähere Umgebung der Lodge. Das namensgebende Ara-Paar, welches im größten Baum des Gartens wohnt, war nicht zu übersehen. Wirklich krass allerdings war es, die Kaimane zu sehen, die random am Wegesrand lagen. Oh, Wegesrand mal ein Kaiman. Bleib schön da, wo du bist. Ich habe noch nie so viele Kaimane in so kurzer Zeit gesehen. Einfach so am Wegesrand. Liegt da ein Kaiman. Alter Schwede. Der ist auch noch groß. Guide für die nächsten Tage und gingen gemeinsam zu unserer ersten Aktivität. Das ist Roberto oder Robertinho, unser Guide. Yeah. Hello, Roberto. Hello, I don't speak German, but maybe next time. Wir hatten fast immer morgens, nachmittags und abends eine Aktivität. Diese waren sehr abwechslungsreich und so konnten wir richtig in die Natur des Pantanal eintauchen. Und durch die erste Aktivität wurden wir straight aus unserer Komfortzone rausgerissen. Wir gingen reiten. Ja, reiten. Ey Leute, ich habe das letzte Mal auf dem Rummel als kleiner Junge auf dem Pony gesessen. Ich hatte also null Plan, was gleich passieren würde. Ich war nervös wie Sau. Das letzte Mal, dass ich auf einem Pferd gesessen habe, war auf der Kirmes im Ponyhof. Ich bin schon ein bisschen nervös. Okay. In Europe, some people would lock open this. Wir bekamen einen Crashkurs, wie man dem Pferd Befehle erteilt, um es zu steuern. Boah, ich wurde immer nervöser. Wie soll jemand, der null Plan hat, jetzt ein paar Stunden durch die Pampa reiten? Ich sag's, wie es ist. Wir hatten echt Schiss. Esse aqui é o aquele o Guancito. Guancito. Juancito. Mein Pferd hieß also Juancito.
Steht auch schon drauf. Ist wackelig, ne? Und dann ging es auch schon los. Die ersten Gehversuche waren noch auf der breiten Straße, wobei Juancito eigentlich alles von alleine machte. Das muss man sich mal vorstellen. Wir reiten inmitten der Natur, im größten Sumpfgebiet der Erde, mitten in Südamerika. Das war richtig geil. This direction. Ich bin gerade Ausgang. Selbstverständlich gab es auch mal Verständigungsschwierigkeiten. Das muss an der Sprache liegen. Ich spreche ja kein Portugiesisch. Jetzt dreht doch, meinst du, geht zurück? Und dann ist's passiert. Ein Ast hat Sarahs Brille von der Nase gefegt. Eine braune Brille ist in dieser Umgebung mehr als gut getan. Somewhere there on the tree here. Ja, meinst du, bei mir auch. Jetzt geht der einfach. Bleib doch einfach stehen. Das war irgendwo an dem Baum. Das ist weiter. Somewhere there on the tree. The, the, hier. Ja. Ja, der Ast, der hat die Brille runtergehen. Ja, und gleich läuft irgendein Pferd drüber. Die ist mit dem Ast weg. Here it is. Good. Das gute Stück wurde gefunden und es ging weiter. Jetzt ist gerade eben die Kamera gar nicht gelaufen, wo ich hier in die Büsche rein bin. Die Kommandos sind ja eigentlich ziemlich einfach, aber wenn man es noch nie gemacht hat, naja, ab durch den Busch. Nicht volllose Otterhors, mein Freund. Oh mein Freund, du bist ab sofort Gönjamin. Er gönnt sich zwischendurch immer mal einen Snack. Gönjamin. Gönjamin hat sich wieder einen Snack gegönnt. Hier ist jetzt wirklich kilometerweit Savanne. Ein bisschen wie in Afrika, nur noch erheblich grüner, da wo ich bisher war. Aber es sieht halt richtig geil aus. Richtig geil. Habe ich schon erwähnt, dass wir uns im größten Sumpfgebiet der Erde befanden? Thank you.
Hey, was war das denn jetzt? Gönni, lass mich nicht im Stich. Oh. Okay. Das ist crazy, oder? Das ist richtig crazy. Alter. Okay, also der Craziness-Faktor kann ich gerade gar nicht beschreiben. Es ist ziemlich irre, beängstigend und mega geil. Wie gesagt, die Savanne von Pantanal ist das größte Sumpfgebiet der Welt. Irgendwas hat mich gerade ordentlich gebissen. Das tut richtig weh. Oh, in den Ellbogen. Oh, da zwiebelt. Es brennt richtig. Shit. Okay, es tut richtig, richtig weh. Ich bin höchst allergisch gegen Wespenstiche. Deswegen kurz die Atmung selbst überprüfen. Bis jetzt ist noch alles gut. Okay, wir kommen zurück zur Ranch. Entschuldigung, Hacienda. Nochmal falsch, wir sind hier in Brasilien. Hacienda. Die Brühe, ne? Vamos. One month ago, in this place, the horses swim in there. Yeah? Yeah. Oh. And they dry very quick here. But not now. How high the water stands? Depend the place, 1 meter, 2 meters. Oh. In the whole area? Yeah, whole area. The water is not go inside here because it's more high here. So like a dike. Yeah, the transpontine road, and there I have another one. But a long time ago, if the Pantanal is flooded too much, the water is going inside here. You need to go to the lodge by boat. Pantanal there. Yeah. Irgendetwas hat mich im Ellenbogen gebissen. Irgendetwas hat mich im Ellenbogen gebissen, gestochen. Zirkt wie die Drecksau. Hier wurde ich erwischt. Robertinho meint, es könnte entweder eine Wespe oder eine Bremse gewesen sein. Ich tippe jetzt auf Bremse. Es tut zwar noch ordentlich weh, aber mir geht's noch gut. Gönjamin, danke dir. Danke, Mann. Hast du gut gemacht. Gönjamin Franklin. Danke dir. War das geil. Völlig irre. Noch nie geritten. Natürlich tut mir der Arsch weh. Geil. Okay, Freunde. Mal sehen, was da jetzt noch alles kommt. Das war ja schon mal richtig cool.